Herzlich willkommen zu meiner achten Übung mit GIMP. Ich nenne diese Übung Italien Oberösterreich. Ich möchte dir in dieser Übung den Umgang mit Ebenen einführend zeigen. Link dazu, dieses Foto hier, wieder unter gimp.at findest du diese Beispielgrafik. Wir gehen auf Grafik kopieren, gehen wieder in GIMP hinein, füge das hier ein, zuerst einmal mit Datei, erstellen als Zwischenablage. Ich habe also hier wieder ein Foto eingefügt. Gehe wieder zurück und wähle mir jetzt dieses Foto hier. Grafik kopieren. Gehe wieder zurück zu GIMP. Und jetzt musst du aufpassen, wie du dieses Foto hier einfügst. Rechte Maustaste, jetzt nicht Datei, sondern Bearbeiten. Einfügen als neue Ebene. Nicht neues Bild, sondern neue Ebene. Und dann sieht man, dass hier auf der rechten Seite, hier in diesem Ebenenfensterbereich, hier mehrere angezeigt werden. Steht hier oben noch Zwischenablage, hier eingefügte Ebene. Und wenn ich hier zum Beispiel das hier wegnehme, sieht man in dem Fall dann nicht mehr den oberen Bereich, sondern dieses Bild hier. Damit wir es besser auskennen, können wir hier auch den Namen verändern. Ich gehe jetzt hierher, mache einen Doppelklick hinein und kann das jetzt hier überschreiben. Schreibe jetzt hier im Vordergrund. Vordergrund. In der anderen Ebene schreibe ich jetzt hinein Hintergrund. Klicke auf OK. Habe jetzt diese beiden Bereiche. Und je nachdem, in welchem Bereich ich hier ausgewählt habe, welche Ebene ich hier ausgewählt habe, man kann sich das vorstellen, wirklich wie zu übereinander liegende Blätter, kann ich hier dann etwas bearbeiten. Ich gehe jetzt hier in diese Ebene mit dem Vordergrund, wähle jetzt hier die sogenannte intelligente Schere aus, klicke jetzt hier hinein, klicke jetzt hierher, da sehe ich schon, dass es nicht so schön ausgeschnitten wird, dann gehe ich hierher ein bisschen nachkorrigieren. Schlaue Schere ist ja zum Glück recht schlau. Dann hier, mache vielleicht einen Zwischenschritt diesmal. Ja, gehe jetzt hierher, drücke dann die Enter-Taste, habe das jetzt hier und jetzt kann ich hier ganz einfach hergehen auf Bearbeiten ausschneiden und es wird dieser Bereich der Ebene ausgeschnitten. Also in dieser Ebene wird etwas ausgeschnitten im Vordergrund und der Hintergrund kommt hervor. Und jetzt ist es wahrscheinlich nicht schwer zu erwarten, dass es hier gilt dann auch beim zweiten Standfenster. Hier das auszuschneiden. Wir kommen dann zum Vorhang. Das ist ein bisschen schwieriger wahrscheinlich. Oh. So. Alles sehr. Ich kann das ja auch dann so rüber verschieben. So wäre es wahrscheinlich einfacher. Geht dann hierher. Schiebe mir die Dinge wieder zurecht. Und wähle mir hier dann Bearbeiten, Ausschneiden aus. Ah, ich muss noch Enter drücken. Ja. Bearbeiten, Ausschneiden. Und habe dann hier in dem Fall diesen Hintergrund dann freigelegt. Das Ganze kann ich dann natürlich dann wieder speichern im XCF-Format und im PNG-Format, im XCF-Format ist das GIMP-eigene Format bei Speichern unter. Könnt ihr hier dann zum Beispiel ja, 008 zum Beispiel wählen. Und ihr könnt es auch exportieren dann natürlich. Zum Beispiel im PNG-Format, wird mir hier schon vorgeschlagen. Klick auf Exportieren. Ich exportiere das Ganze. Minimiere GIMP, minimiere Firefox, gehe dann hier hinein. Und habe dann hier diese Aussicht in das schöne Italien von einem Standfenster aus.